bis zum heutigen Tag war ja das Krankenhaus von der Straßenseite, sprich von der Stumpergasse, nicht wirklich als solches erkennbar. Und durch den neuen Eingang die Patientinnen das erste Mal das Krankenhaus als solches schon vom Eintreten da rein. Und zusätzlich werden wir eine begrünte Fassade schaffen, das heißt etwas mehr Grün in die inneren Bezirke damit bringen. Jetzt sind wir mittlerweile schon beim Innenausbau. Wir sind ganz zuversichtlich, dass mit 1. Quartal 2025 das neue Eingangsgebäude eröffnet werden kann. Was mich freut, ist, dass was hier jetzt mit dem Umbau des Städtmeer gesetzt wird, mit einer weiteren Aufnahme in der Ambulanz, dass man als Grätzl-Krankenhaus für die Bürgerinnen offen bleibt, für die Hilferinnen offen bleibt und damit einfach auch der direkte Gesundheitsnahversorger im Grätzl ist. Mit der besten Qualität kann man sich nicht mehr wünschen innerstädtisch. Baustellen sind nicht unbedingt schön anzuschauen. Und dann haben wir gedacht, okay, was ist schön? Das sind unsere Mitarbeiter, das ist unser Schatz. Wir haben über 20 Mitarbeiter gewinnen konnten, die bereit waren, sich überlebensgroß entlang der Baustelle zu präsentieren. Diese Plakataktion ist für mich eine wunderbare Sache. Erstens, weil sie sehr viele Farben hat, weil sie auch widerspiegelt, dass wir auch viele verschiedene Menschen haben und Individualität ist ganz wichtig. Eigentlich gut, ist okay, ja. Dann sieht man mal, was im Haus passiert, wer wofür zuständig ist, weil sonst geht das leider kurz unter und ich finde es eine tolle Sache eigentlich. Alles, was Schwestern in die Hand nehmen, haben wir schon mal in der Hand gehabt und einsortiert. Eine große Aufgabe, viel Verantwortung, aber es ist okay, es passt so. Einer muss ja machen. Heutzutage ist ja das der Transport immer wichtiger und das zu transportieren, welche Botschaft man senden will und über Plakate kann man das sehr gut machen. Ich war jetzt 2 Tage im Spital, bin akut aufgenommen worden mit extremen Schmerzen, blind am operiert worden und jetzt schon wieder entlassen nach einem Tag, ja, perfekt. Ich möchte mich bei allen bedanken, noch einmal bei jenen, die ihr Konterfei zur Verfügung gestellt haben oder mehr für die Fotos. Dann beim Bauteam, bei der ganzen Planungsgruppe und natürlich auch bei unserem Bezirksvorsteher Markus Rummelhardt. Ohne den Bezirk könnte man das alles nicht machen. Und auch herzlichen Dank an die barmherzigen Schwestern. Sie müssen eigentlich immer den Projekten zustimmen und haben so ein Vertrauen in uns, dass wir das gescheit machen und stimmen auch immer zu. Ja, vielen Dank. Eigentlich müssten wir jetzt in unserer Mitte auch den lieben Gott begrüßen. Wir sagen ja auch im Volksmund, an Gottes Segen ist alles gelegen. Es ist ein schöner Moment, dass wir heute auf die Fassade die Mitarbeiter bringen. Ich bin angefragt worden, ob man das machen darf. Wir alle sind Schwestern. Und ich habe mir gedacht, geniale Idee. Wir alle sind Schwestern. Das ist ein Zeichen, dass sie sich wirklich mit uns identifizieren. Für den Bezirk nochmal extra ein Dankeschön, weil die Investition in einen erweiterten Ambulanzbereich ist natürlich auch ein starkes Statement, hier für die Versorgung der Wohnbevölkerung als direkter Gesundheitsdienstleister vor Ort sich öffnet und auch ja, bereit ist und da ist, auch für die Zukunft. Wir haben ein ganz klares Bild schon, wie das ausschauen wird. Die Schwester Cordula hatte ja heute schon erwähnt, dass das seit 191 Jahren hier am Standort die barmherzigen Schwestern bauen, umbauen, neubauen, dazubauen, alles natürlich zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Und es wird die nächsten 191 Jahre nicht anders sein.